Hallo, ich mache jetzt die Auslosung für den Zauberspruch. Ich wollte es eigentlich auslosen lassen, so mit Karten und so, und wollte mir dafür irgendwen suchen, aber ach, ich mache das einfach mit dem Computer. Ich habe mir dafür eine Website gesucht, da kann man zufällige Listen generieren lassen. Da habe ich die Initialen aller Bewerber und Bewerberinnen eingegeben und ich werde gleich auf ein Knöpfchen drücken und dann haben wir eine Reihenfolge und wer ganz oben steht, bekommt die Nebenrolle im Zauberspruch. Ja? Und die ersten drei, also der Gewinner und die Gewinnerin, der Gewinner oder die Gewinnerin und die nachfolgenden beiden gewinnen dann ja auch noch einen Druck, handsigniert von Seite 1 vom Zauberspruch, so im Ruhezustand. Steht alles soweit im Weblog und ja, also ich gehe jetzt auf die Website random.org und lasse das Ganze folgendermaßen aus. Wie gesagt, ich habe ja eine Liste, 7 Bewerber und Bewerberinnen und eine davon wird gleich oben stehen, wenn ich hier unten auf Randomize klicke. Achtung, fertig, festhalten, Luft holen. Tada! Da ist unser Ergebnis. Ich kann so viel verraten. Es ist eine Gewinnerin, die ganz oben steht. Die schreibe ich jetzt gleich an, ob sie damit einverstanden ist, ob ich ihren Namen publik mache. Ja, ich bin mir sicher. Nichts gegen. Okay, danke fürs Mitmachen und ich denke so Mitte Juli habe ich dann Teil 4 fertig und freue mich auf euer Feedback. Danke.